Der Piëch GT, ein Elektrosportwagen aus der Schweiz mit unglaublichen Ladewerten. Dieses spektakuläre Fahrzeug, die technischen Daten und vor allem die Ladewerte schauen wir uns mal genauer an. Wenn euch mein Kanal und die Videos gefallen, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, nur so kann der Kanal wachsen. Ansonsten erfahrt ihr alle aktuellen Infos zum Piëch GT jetzt hier auf Project Drive. Ein wenig mehr als 2,5 Jahre ist es her, als der Piëch GT damals noch als Konzept das Licht der Welt erblickt hat. Damals versprach man, den elektrischen Piëch Mark Zero binnen 3 Jahren fertig auf die Straße zu bringen. Und tatsächlich hat das Schweizer Start-up Wort gehalten. Im Oktober vergangenen Jahres ist der Elektrosportwagen erfolgreich in die Erprobungsphase gestartet. Und nun gibt es ein erneutes Update. Die Entwicklung schreite weiter planmäßig voran, heißt es nun. Als Lieferant für die extrem schnell aufzuladende Batterie wurde bereits im Dezember Elring Klinger genannt. Bei der Entwicklung der dafür notwendigen Technologie bringt sich der Automobilhersteller aktiv mit ein. Das Batteriekonzept von Piëch basiert nach Angaben von Elring Klinger auf einem Pack mit über 400 Pouchzellen, das in Kombination mit der Steuereinheit den Kern des Systems bildet. Technisches Highlight des Konzepts sei die Spannungsumschaltung von 800 auf 400 Volt. Dadurch werde möglich gemacht, dass Ladevorgänge mit einer 800-Volt-Technik erfolgen, während dem Fahrbetrieb eine Spannung von 400 Volt zugrunde liegt. Mit seiner aerodynamisch, sportlichen und spitzen Pfeilform erinnert der Piëch sehr stark an den Maserati Gran Turismo Folgore. Ein absolut wunderschönes und zeitloses Design. Der Gran Turismo-Look ist beim Piëch nicht zu verkennen und zieht sich bis ans Heck, an dem der Schweizer Elektrosportler mit einem kreisrunden durchgezogenen Heck-LED-Rücklicht auf sich aufmerksam macht. Allgemein mutet das Design des Piëch GT an die berühmten Oldtimer-Sportwagen an. Und somit wurde ein modernes, aber nostalgisch wirkendes Fahrzeug geschaffen, das auf jeden Fall ein Hingucker auf der Straße werden wird. Auch können wir einen kurzen Blick ins Interieur werfen, um uns ein Bild zum Beispiel des Infotainments zu machen. Und so sieht es aus, dass man auch innen an dem alten Touch festhält, ihn aber mit modernen Systemen kombiniert. Beispielsweise ist die Tachoeinheit analog, aber das Infotainment-System mit zusätzlichem Bildschirm für den Beifahrer zieht sich auf der Armatur nahtlos von ganz links bis ganz nach rechts. Ich finde, dass das mal eine gelungene Kombination ist. Wie findet ihr das Design? Schreibt es mir in die Kommentare. Der Piëch GT ist 4,43 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,3 Meter hoch. Die Räder sind 2,62 Meter auseinander. Das Gewicht des E-Sportlers beträgt 1800 Kilogramm. 3 E-Motoren, einer vorne und 2 hinten mit jeweils 150 kW, bringen das Fahrzeug auf insgesamt 450 kW oder 612 PS Systemleistung. Die Batterie hat eine Kapazität von 90 Kilowattstunden. Die Reichweite wird mit 500 Kilometern WLTP angegeben. Aus einer aktuellen Mitteilung heißt es, dass der Piëch GT an einem normalen 350 kW Lader in 8 Minuten von 20 auf 80% geladen werden könne. Bei der Konkurrenz dauere das meist 20 bis 30 Minuten. Somit würde der Piëch GT fast 3-mal schneller laden. Nur 5 Minuten dauern soll der Vorgang, wenn der eigens von T-Good entwickelte Schnelllader zum Einsatz kommt. Wie zuvor bereits erwähnt, arbeite man zudem an der Möglichkeit, mit 400 oder 800 Volt zu laden. Hinsichtlich des Energieverbrauchs sei man mit 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer der Konkurrenz ebenfalls voraus. Darüber hinaus arbeitet der Hersteller mit Hofer Powertrain zusammen, der offenbar für den Antrieb verantwortlich sei. Wie gerade eben erwähnt, hatte die Studie von 2019 auch schon 450 kW Antriebsleistung, die durch 3 E-Motoren a 150 kW zustande kamen, einer vorne und 2 hinten. Damit sollte der Sprint von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden erfolgen. In der neuen Pressemitteilung allerdings ist nun von weniger als 3 Sekunden die Rede, die Antriebsleistung beträgt weiterhin eben die genannten 450 kW. Piëch Automotive ist ein Schweizer Sportwagenhersteller mit Entwicklungszentrum in Memmingen. Die Piëch-Ingenieure setzen bei der Fahrzeugarchitektur auf ein flexibles, modulares Konzept als Basis für weitere Varianten. Der Piëch GT soll 2024 als erstes Fahrzeug einer Produktfamilie von 3 Modellen auf den Markt kommen. Wie gefällt euch im Allgemeinen der Piëch GT? Das würde mich schon wirklich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!